Hat ihr ein Handy noch genug Strom? In Nidwalden kann man ab Herbst sein Tablet, iPhone und den Fotoapparat fast überall kostenlos aufladen. So in Restaurants, Hotels, Bergbahnen. Praktisch. Zum Kaffee dazu gibt es gratis die Ladestation. Dazu der Professor Urs Wagensey, Leiter Kompetenzzentrum Tourismus der Hochschule Luzern. Die ganze Aktion ist sehr, sehr sympathisch, weil sie auf den Gast ausgerichtet ist. Es ist eine kleine Aktion, es ist ein Bedürfnis und es ist vor allem eine Überraschung, innovativ, dass man kann sagen, wow, jetzt komme ich an diesem Ort, im Restaurant sogar, so ein Powerbank über, wo mir mein Handy lädt. Wir wissen alle, das haben wir stetig im Gebrauch. Und auch die touristischen Informationen werden häufig von den Gästen, auch in der Restauration, so abgerufen. Der Sepp Bodematt ist Geschäftsführer von der Bergbahnen Bäckerei in der Emetten AG und Präsident von der Transportunternehmungen Zentralschweiz TUZ. Er sieht im neuen Angebot einen Vorteil für den Kunden, aber auch für den Anbieter der Powerbanks. Ja gut, wir versprechen uns natürlich Kunden mehr nutzen, auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Wir werden die Powerbanks in unseren Berggasthöfen anbieten und hoffen natürlich, dass dann die Leute von dem Gebrauch machen und während der Zeit, wo sie ihr das Handy aufladen, bei uns auch dann konsumieren. Geschäftsführerin von Nidwalden Tourismus, Dana Blättler-Galliker, weiss, die Bedienung ist ganz einfach. Einer der vier Anschlusspass bestimmt einstecken und warten, bis geladen ist. Für Josef Flussi, Präsident von Nidwalden Tourismus und Inhaber vom Rössli Bäckeriet, ist die bisherige Praxis unbefriedigend. Wir sind hier an der Autobahn, an einer Transitstrecke, und es gibt immer und immer wieder, dass es Gäste kommen zu uns und mit ihrem Tablet oder Smartphone oder sogar Fotoapparat bringen und keinen Akku mehr haben, der Akku leer, und wir dann es nachher aufladen und dann geht es meistens am Buffet vorher vergessen. Wir mussten sogar müssen in Flughafen Zürich zurückbringen, und das ist für mich ein Grund, was ich in dieser Aktion mit den Powerbanks mitmache. Ich finde das eine super Sache. Wenn eine Serviettochter sieht, dass ein Gast ein Problem hat mit einem Akku, kann sie den Powerbank abgeben und Gast geben und er kann es aufladen, und wenn er fertig konsumiert hat und zahlt, nimmt man das Powerbank zurück und er hat sie Akku aufgeladen und kann weitermachen. Und was für Inhalte sind überhaupt auf dem Handy gefragt? Dazu der Tourismusprofessor. Ja, natürlich tagesaktuelle Sachen. Es geht um Informationen. Wie ist das Wetter? Was gibt es für ein Angebot? Wo kann ich noch ein Billett bekommen? Für was? Was sind Preise? Was sind die Öffnungszeiten? Und so weiter. Ich meine, die ganzen Angebote, die auf Internet oder auf den mobilen Devices sind, sind gigantisch. Und darum ist das Handy halt heutzutage unser Begleiter. Ohne das gehen wir nicht mehr zum Haus aus. Und wer auf eine Reise geht oder einen Freizeitausflug macht, hat mit dem auch eine Sicherheit, dass er permanent einfach wichtigen Zugang zu Informationen hat. Ja gut, das Handy hat heute natürlich eine wahnsinnige Bedeutung, das ist klar. Die einen stört es vielleicht, dass man das Handy in der Bergwelt braucht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine sehr gute Hilfe sein, im Sommer jetzt für das Finden von der Wanderroute, dass man sich nicht dort verlaufen, oder auch im Winter natürlich, wo man den Pisten und Schneebericht runterladen kann. Meinung vom Urs Wagensey zur Power-Aktion von Nidwalden Tourismus? Also der zweite Aspekt ist, dass die Aktion genau darum zustande gekommen ist, weil jemand eine Initiative hat und das dann aber in der Kooperation, im sogenannten Miteinander realisiert hat. Damit ist es viel finanzierbarer, es ist einfacher für jeden, der beteiligt ist, es kommt viel, viel günstiger. Und die Wirkung vor allem, die ist doch viel grösser, wie wenn das ein einzelner Gastronom gemacht hat. Wenn das jetzt so flächendeckend in einem ganzen Kanton ist, hat das nicht nur mediale Wirkung, sondern vor allem für den Gast, dass er weiss, hey, in einem Restaurant, dort und da, im ganzen Kanton, kann ich meine Not stromlos möglicherweise sein, lösen? Ich bekomme das. Und das ist eine ganz smarte Aktion, die in dem Sinn viel grössere Ausstrahlung hat. Haben das andere Kantone oder andere Regionen auch schon? Mir ist nichts dergleichen bekannt. In dem Sinn ist es wirklich ein innovatives Angebot. Und gewinnt durch das natürlich noch mehr an Charme, weil es ist jetzt auch nicht gerade
Tourismuskanton Nummer 1 in der Schweiz, aber es zeigt, dass man an anderen Orten eben halt vorausdenkt und sagt, was können wir noch machen, um im grossen Wettbewerb, wo man drinsteckt, in dem Konkurrenzkampf und immer unter dem Aspekt, es ist alles zu teuer, was können wir Neues dazu tun, um die Leistung zu optimieren. Und wo gibt es die Powerbanks? Wir haben ja den Vorteil bei den Bergbahnenbäckern in der Metten AG, dass wir zwei Zugänge haben. Der eine ist auf Klevenalp, der andere auf die Stockhütte. Im Sommer kann man sehr gut von der Klevenalp in die Stockhütte überwandern. Dort werden wir sie beide Berggasthäuser anbieten. Oder mit anderen Worten gesagt, wenn man von der Klevenalp in die Stockhütte wandern, kann man während der Zeit ohne Aufwand das Handy wieder frisch laden. Im Winter werden wir sie in der Schneebar oben anpreisen und auch dort werden wir Ladestationen speziell auszeichnen, damit man dann während der Konsumation das Handy abgeben kann und dann wieder frisch geladen wird. Also ein zweifaches Tanken. Selber tut man sich ein bisschen erholen und das Handy kommt nachher auch noch. Powerbanks fürs Handy, Powerbar für den Konsument. Mit dieser Aktion von Nidwalden Tourismus haben wir flächendeckend im ganzen Kanton wirklich von der hintersten Bergbahn, Bergrestaurant bis an Seeappen, von Emmetten bis Hergiswil raus, von Stanz bis auf Wolferschiessen hinten, jedes Restaurant, fast jede Bergbahn und andere Anbieter, die mit dem Powerbank mitmachen. Also in Nidwalden kann man wirklich fast allen Orten gehen und den Akku aufladen. Im wahrsten Sinn des Wortes schöne, powervolle Aussichten für Nidwalden-Touristen.